Ich also herzlich willkommen zurück zu Pokémon Weiß 2 und unserem Randomizer Nuzlocke Challenge Run. Wir sind immer noch in der Plasma Fregatte, oder sollte ich sagen, erneut zum dritten Mal. Und hier ist viel los und man darf nicht vergessen, wir haben schon einige Trainer ganz bewusst umgangen. Okay, wir haben zwei Richtungen, die wir einschlagen können. Ich gehe einfach mal dort entlang, wo noch nicht einer steht, aber weil ich davon ausgehe, dass das dazu führt, dass wir da noch nicht auf... Oh, looky here, willkommen. Ein Bekannter von mir hat mich gebeten, ihm bei seiner Forschung zu helfen. Mein Wunsch ist es, den Pokémon all ihre Kräfte zu entlocken. Um das zu erreichen, ist mir jedes Mittel recht. Mir ist es egal, ob diese Kräfte durch die Interaktion mit euren Trainern oder durch einen rücksichtslosen Ansatz wie dem von Team Lasma entwertet wird. Selbst wenn dadurch die ganze Welt zugrunde gerichtet würde. Aber davon mal abgesehen. Ich habe in der gesamten Einer-Region gegen zahlreiche Pokémon-Trainer gekämpft, um zu sehen, ob einer die Begabung hat, die Kräfte seiner Pokémon freizusetzen. In dieser Hinsicht hast du großes Potenzial gezeigt. Verrate mir, ob du die Antwort auf meine Frage kennst. Wenn du bereit bist, greif mich an. Okay, ich meine, ich war natürlich so clever und habe vorher, ich wollte jetzt gucken, ob man darüber mit interagieren kann, meine Pokémon geheilt. Und ich hoffe mal, dass Alki hier an der ersten Position weiterhin richtig ist. Sieht so aus, als wärst du bereit. Lass uns beginnen. Ja, ich denke, wer so ein bisschen das Ganze hier beobachtet hat, konnte davon ausgehen, dass Akromas ein Sandfell, dass er konstant ein Gegenspieler für uns ist und dass er eventuell sogar tatsächlich für Team Plasma arbeitet, was sogar der Fall war. So, ein Sandfell. Das ist Gestein-Psycho, das heißt also, sowas wie Gigasauger müsste eigentlich ordentlich sein. Robustheit? No, nicht mal. Sonst standardweise Heilblockade ist sogar hier tatsächlich ein Problem. Los, mehr, hole alles aus deinem Pokémon-Team heraus. Ah, du Baby. Mann, ich habe genug AP. Außer aus irgendeinem Grund brauchen wir gegen alle fünf Pokémon, die hier kommen, den Gigasauger. Dann könnte es vielleicht ein bisschen enger werden. Nice, so will man das denn haben. Mhm, 51. Tornadoom. Das ist ebenfalls, no, never mind. Aus irgendeinem Grund denke ich immer an Torhaido dabei. Oder allgemein ein Wasser-Pokémon. Ja, okay. Wir haben das gleiche Team wie beim letzten Teil. Heißt also, hier kommt jetzt auch wieder unser Impregnator. Das sind also beides Pokémon aus der zweiten Generation und spielt ja auch Starter-Pokémon. Nitro-Ladung? Muss ich mir da Sorgen machen? Das war sogar ein Volltreffer und das war nicht viel. Ich hatte eher natürlich Angst um sowas wie... Oh, ein Flammenwurf. Sowas wie Verbrennung. Das beängstigend viel Schaden, aber er durfte natürlich jetzt schon zweimal angreifen. Das ist ein Problem. Dementsprechend wäre natürlich hier jetzt sowas wie ein Ruckzuck-Hieb angenehm gewesen. Es ist alles ein Ticken zu eng schon. Also das ist beängstigend, wenn ein Pokémon trotz Nachteil so viel Schaden austeilen kann. So, Serapendra. Das ist definitiv Käfer. Es ist Käfergift jedoch. Schwebt durch die Lüfte aufgrund von Schwebe? Habe ich das richtig gelesen? Okay, lass mich mal ganz kurz aus reinem Interesse Serapendra. Ja, gerade das Dra am Ende könnte auch auf Dra hinweisen. Es ist definitiv Käfergift. Das heißt also, was wir definitiv machen werden, ist auf Lightspeed wechseln und anstelle von Bodenattacken, weil es ja aus irgendeinem Grund schwebt, das soll ich nochmal ganz kurz gucken, no, Giftdorn, Hexaplager, Rasanz, Temposchurm. Klonk? Klonk macht nicht viel Schaden. Auf jeden Fall das Gute ist, wir haben die Steinkante. Das sollte also vom Schaden her funktionieren. Okay, irgendwas ist wieder passiert. Vielleicht kriegt er einen passenden Gegenstand. Vielleicht ist es ein Item. Das
Ich meine, es gibt sowas wie einen Luftballon oder ähnliches. Ah, dadurch, dass ich das zum Teil zu schnell weglecke, achte ich. Oder sind mir unbekannte Texte dann etwas ein Problem? Mhm, sehr gut. So, das war erst sein drittes Pokémon. Aalabyss. Oh, hi. Ist Aalabyss rein Wasser? Wir probieren es. Mit Raichu. Nur falls aber, wenn das nicht funktioniert, wechsle ich wiederum auf Aiki zurück. Taucher. Muss ich mir bezüglich Taucher Sorgen machen? Ich mache einfach Donnerblitz. Bin leider schneller. Okay, das ist leicht ungesund. Denn wenn er jetzt nochmal tauchen gehen würde, dann wäre hier Ende im Gelände für ihn. Das Schweif, 80 Schaden, 80 Genauigkeit. Das geht für uns in Ordnung. Ist auch Gigasauger. Holen wir uns die KP mal wieder. Aha. Leider nicht mit einem Schlag mal wieder besiegt. Aus irgendeinem Grund ist die erste Attacke gegen ein neues Pokémon nie genug. Ich weiß, man könnte mit Schwertanz und Co. arbeiten, aber es funktioniert auch so. Vielleicht gibt es irgendwann eine Situation, wo man das mal wieder in Überlegung ziehen müsste, so wie am Anfang mit Wachstum und Co. Auf jetzt. Ein Knuddeluff. Ein reines Normal-Pokémon noch. Ich war noch nie so aufgeregt. Lass uns heute machen. Na, ich denke mal, mit ein bisschen Glück. Lass uns dann zu beobachten, wie langsam hier in dem Fall der HP-Balken runtergegangen ist. Wunderbar. Das bedeutet es also, die schlummernden Kräfte seines Pokémons zu wecken. Wie stark? Du bist ein starker Trainer, deswegen beantworte mir diese Frage. Möchtest du durch das gegenseitige Verständnis mit deinem Pokémon-Team noch höher hinaus? Ja, ich verstehe. Deine Antwort ist der Wunsch, den ich mir erfüllen möchte. Du bist wahrlich davon überzeugt. Durch Zuwendung entlockst du deinem Pokémon-Team seine Kräfte. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber um Pokémon stärker zu machen, ist mir jedes Mittel recht. Wenn Pokémon durch die Interaktion mit ihrem Trainer nicht mehr stärker werden, scheue ich nicht sofort zurück, ihnen durch herzlose wissenschaftliche Methoden ihre Kräfte zu entlocken. Doch du hast mir eine andere Möglichkeit aufgezeigt. Der Ausgang des Kampfes zwischen Team Plasma und dir sollte für mich darüber entscheiden, wie sich die Beziehung zwischen Menschen und Pokémon fortan gestalten soll. Nun, wo soll es sich entscheiden, ja? Benutze das Teleportfeld auf der anderen Seite des Raums, in dem Kyurem gefangen gehalten wird. Und dann viel Glück. Ich will trotzdem nochmal ganz kurz hier hochgehen. Ja, wir sind... Das sieht irgendwie merkwürdig aus, denn... Man bedenkt, das ist hier der Bereich, wo man fliegen würde. Aber... Gerade wenn man das dann draußen sieht, das sieht aus, als wären wir wieder in einem Hangar drin, was wir nicht sind. Wir sind draußen irgendwo in der Natur. Noch nicht ganz klar. Dann gucken wir doch mal jetzt. Ich denke mal nicht davon aus, dass wir hier irgendwas noch machen können. Nope. Okay. Hi. Was? Du hast Arkonomas besiegt? Ah, ich habe mich zwar aufgeführt, als wäre ich super stark, aber ich habe gar keine Pokémon dabei. Okay, ich habe nicht mehr mit dir interagiert. Hi. Oh, look who's here. Dieser verfluchte Arkonomas. Ich habe ihn zum Anführer von die Plasma gemacht, aber er ist einfach zu sehr Wissenschaftler. Sein intellektueller Neugier zu befriedigen ist ihm wichtiger als unsere ehrenbare Mission. Du kannst dich glücklich schätzen. Du allein bist das Publikum für meine nächste Ansprache. Mit dem Wissen oder Technologie von Deep Plasma werden wir die in Kyurem schlummernden Kräfte maximieren und die ganze Einallregion einfrieren. Die Menschen und Pokémon in ganz Einall werden in Angst und Schrecken verfallen und vor dem Plasma, nein, vor mir im Staub kriechen. Kyurem ist nur eine leere Hülle. Der Überrest des Pokémon, das sich im Reshiram und Zekrom geteilt hat. Mein Bestreben ist es, die totale Kontrolle über Einall zu erlangen. Diese leere Hülle werde ich mit meinen Ambitionen füllen. Meister Gigas.
Kyurem wurde in Position gebracht. Es ist soweit. Die Zeit für meine uneingeschränkte Herrschaft über einen Eis gekommen. Den Rest überlasse ich euch. Hi. Moment mal, du gehörst zu Finstrio, oder? Erzähl mir etwas über das Fililo, das in Inventura gestohlen wurde. Meinst du das hier? Dieses Pokémon haben wir vor 5 Jahren in Inventura City gestohlen. Ich bin sicher, es ist das Pokémon, das du suchst. Aber jetzt gehört es nur noch auf meine Befehle. Das ist das Schicksal von Pokémon, die in einen Pokéball gefangen gehalten werden. Was sagst du da? Ich glaube, ich spinne. Dieses Pokémon gehört dir nicht. Pokémon können einem wirklich leid tun. Sie werden von Pokémon-Bällen beherrscht und müssen tun, was ihre Trainer ihnen sagen. Wenn doch nur Meister dieses Plan, allen Pokémon die Freiheit zu schenken, vor 2 Jahren Erfolg gehabt hätte. Dann wären so viele Pokémon gerettet worden, wenn dieses Kleopatra für dich ist es wohl noch ein Fililu, außer seinem Pokéball befreit worden wäre, wäre es vielleicht zu euch zurückgekommen. Tja. Hey Dude, ich lass nicht zu, dass du Meister Jesus störst. Ja, ist sogar interessant, das Pokémon hat sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt. So, im ersten Teil konnten wir das so überhaupt nicht, zumindest in dem Storyverlauf nicht, gegen diese Ninjas hier kämpfen. Und jetzt... Das ist definitiv Flug und ich meine, es ist auch definitiv Unlicht. Was ist hier clever? Wir könnten mit Kampf kommen, das Problem ist, er würde mit Flug kommen. Ja, das ist das Problem. Ich glaube, Kampf ist zwar stark gegen Unlicht, wird aber von Flug wieder aufgehoben. Das heißt, Schwachstellen sind vielleicht etwas übersichtlicher, aber wir probieren einfach mal wieder mit der Steinkante um uns zu werfen. Denn das ist anfällig gegen Flug. Und hat auch keine Ausgleich wiederum, dank Flug. So. Finsteraura, das dürfte eigentlich nicht gefährlich sein, oder? No. Es ist daraufhin aber trotzdem zurückgeschreckt. Das war ordentlich. Für den Rest spare ich mir mal ganz kurz die AP auf. Und versucht den einfach mit einem Feuerodem zu entfernen. Feuertreffer, das sollte jetzt hoffentlich egal gewesen sein. Ein Glumanda. Ha. Das ist interessant. Man darf nicht vergessen, es werden immer noch Pokémon nach zufälliger Natur, aber auf gleicher Stärke ausgetauscht. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier relativ sicher auf unser Wasser-Pokémon. Inferno, wow. Und es wurde sogar dabei verbrannt, wow. Mal gucken, wie viel Surfer jetzt an Schaden noch anrichten darf. Mhm. Sehr gut. Dadurch, dass ja Verbrennung den Angriff halbiert, war aber bei Surfer noch keine Gefahr dabei. Verbrennung ist trotzdem nicht fein. Ein Ohr doch. Huh. Hi. Kann sich das Pokémon ansatzweise wehren? Das ist nämlich einer dieser Pokémon, die ganz gerne andere heilt und XP gibt, wenn es verdroschen wird. Es kann immerhin ein Risikotackle. Aha, okay. Wir sollten das vielleicht nicht zu lange ertragen. Aber ich gehe mal davon aus, wow. Das wird sich damit leider nicht selbst besiegen. Wir sind aber schnell genug. Oh boy. Er kriegt einiges an XP hier.
Die Pokémon, die man uns zugewiesen hat, vergießen bittere Tränen, doch uns bleibt jeglicher Schmerz erspart. Du bist noch nicht fertig mit uns. Lustigerweise darf ich mich vorher heilen gehen. Seit Meister Jesus uns damals gerade tat, sind wir ihm treu ergeben. So, nächster Spaßvogel. Vor allem Plasma-Finster-Typ. Ein Flampion. Okay, mal wieder ein Feuer-Pokémon. Ja, die kleine Variante. So, ich würde dann ja doch mal sagen, wir gehen wieder die gleiche Richtung wie beim letzten Mal. Hoffen nur, dass es sich nicht wiederholt mit dem Verbrennen. Also die können mittlerweile schon so ein paar stärkere Attacken. Was ich aber auch bei Level 49 so ein bisschen erwarte. Besonderweise auch hier wieder eine sehr rücksichtslose Attacke dabei. Aber darf nicht vergessen, dass das ja zufällig ist. Da ist ja nicht irgendwie ein Theme, das die beibehalten können. Man sagt, oh ja, alle von denen setzen ganz bewusst immer nur Attacken ein. Oder haben Pokémon, die Attacken einsetzen können, die sich selber schaden. Deponitox, das ist Müll-Pokémon. Genau, Reingift oder Gift im Boden? Ah, was man nicht tut, um rauszufinden, was man hier am besten macht. Es ist Reingift. Okay, das heißt, wir gehen natürlich hier auf die clevere Variante und nehmen ein Pokémon, das dank Stahl nicht anfällig gegen Giftattacken ist. Ich weiß nur drauf, dass es trotzdem auf einmal Flammensturm einsetzt oder ähnliches. Amnesie. Das ist sogar gar nicht mal dumm. Oder wird es Spezialverteidigung? Okay, dann ist mir das Wurst. Sehr schick. Bevor er dann doch noch irgendwie... Oh! Das ist natürlich interessant, dass die Flinkklaue theoretisch als erstes kommt. Oh, das Pokémon ist vom Typ Wasser. Das sollten wir also dann gleich tauschen. Ja, ja, Wasserdüse ist hier so eine Art Ruckzuck-Hieb mit Wasserelement. Oh. Ha. Weil es Gestein ist. Mein Boden leicht unangenehm. Sehr schick. Und nochmal, auch nochmal mit der Flinkklaue. Also die Flinkklaue ist doch relativ stark. Weil ich das Gefühl habe, sie löst sich sehr, sehr häufig aus. Her. Ja, Spezialverteidigung stark erhöhen ist natürlich unangenehm. Würde man mit Spezialattacken kommen. Yep, 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 yep. Und... weißt du was? Ich hoffe einfach mal, dass es den besiegt. Das hat ihn immerhin paralysiert. Okay, Eisenschwert. Ich habe ganz vergessen. Und das ist wie gesagt immer so ein bisschen leider mein Problem, dass ich vergesse, zu welcher Kategorie die beiden Attacken gehören. Mhm. Wenn eins unserer Pokémon verliert, schicken wir das nächste in den Kampf. Uns bleibt jeglicher Schmerz erspart. Aber es ist natürlich, ihr habt keine Pokémon mehr. Hör gut zu. Wir möchten nur, dass die Welt so ist, wie sie sich Meister Jesus wünscht. Ja, ja. Es ist nichts Persönliches. Ich tue das nur für Meister Jesus. Ach ja, natürlich wieder drei Pokémon. Natürlich. Ein Finneon. Das ist ein Wasser-Pokémon. Hooray! Ich hätte nämlich vor dem Kampf überlegt, ob ich nicht Alki endlich auswechsel, weil der erste Kampf nie für ihn ist. Aber endlich mal, hooray! Hier mal ein Pokémon, das er leer saugen darf. Mit einem Angriff. Vor allem ist es nicht noch eine Weiterentwicklung. Ist das nicht dann auch wieder so ein großer Klopperfisch? Vielleicht nicht Gyarados groß, aber nach Omai. Oh. Machomai ist ein Problem. Wir haben kein Pokémon, das gegen Kampf effektiv ist.
Ich meine, in unserer Bank, ja, oder Box, aber nicht in unserem Team. So, ich hoffe jetzt, das macht nicht unendlich viel Schaden. Ach du heilige Makrele. Ich kann mir nicht noch einen weiteren Treffer erlauben. Ja. Ich muss... Wenn Rally Ober getroffen wird, ist er tot. Dann Kampf. Raichu ist nicht allzu stark. Lightspeed wird dank Stahl zerstört. Es könnte sein, dass es auf Schattenmensch hinausläuft, weil er dank hoher Verteidigung einiges einstecken kann. Überrollert. Okay, sehr gut. Das ist ordentlich und dank Heilung können wir das so ein bisschen wieder ausgleichen. Ja, Matschbombe. Und hoffen, dass wir ihn vergiften, damit wir schnell dann auf Giftschock übergehen können. Ja, ist nicht die Welt. Aber bevor hier jemand um mir hauen wird, nehme ich das dankend an. Kreuzi, das ist, glaube ich, eine einfach insgesamt sehr starke Attacke. Ja, und wie man sieht, nicht für ihn. Dank Heilung. Ist das alles? Okay. So, das war das zweite. Jetzt hat der Fischi. Okay. Und jetzt hat er Lumpy. Also Fischi, Kampfi, Lumpy. Muss ich mir vor dem Sorgen machen? Noch nicht, sagen wir mal so. Das heißt, also wir können uns immer noch mal kurz heilen. Falls es... Aha. Sweet. So, es wird sich logischerweise selber noch mal heilen, aber dadurch, dass die Attacke schon so viel Schaden gemacht hat und logischerweise die Vergiftung selber noch mal dazu kommt... Oh oh. Das ist nicht lustig. Aber nicht schlimm. Gut. Ob unsere Pokémon nun gewinnen oder nicht, uns bleibt jeglicher Schmerz erspart. Ihr sagt immer alles Gleiche, nur ein bisschen abgewandelt. Ihr solltet auch für die Kopien, die Hausaufgaben voneinander zu kopieren. Selbst wenn ich verliere, musst du noch an Meister Jesus vorbei. Das macht nichts. Du kannst sowieso nur dabei zusehen, wie Jesus mit Kyurems Kraft ein All einfriert. Mehr nicht. Du kannst dieses Pokémon zurückhaben. Wenn Meister Jesus Platz aufgeht, habe ich sowieso keine Verwendung mehr dafür. Will ich jetzt nicht mehr. Sag mal, Rhonda. Wenn wir zulassen, dass Team Plasma seinen Plan in die Tat umsetzt, dann wird es noch mehr, viel mehr traurige Pokémon wie Philo und Kyurem geben, nicht wahr? Dann folgen wir einfach mal. Okay, wir sind wieder definitiv draußen. Wo führt uns der Spaß jetzt hier hin? Okay, erstmal ganz kurz gucken, was ich hier überhaupt vor mir habe. Ja, auch tatsächlich mal wieder ein Eispuzzle. Aber nicht, als wäre das wirklich ein Problem. So, gucken wir mal ganz kurz. Hier ist auch nichts irgendwie versteckt. Ich gehe mal von aus hier runter. Es wurde auch weiterhin nicht hervorgehoben, dass es irgendwie ein neues Gebiet ist. Also versuche ich auch gar nicht, irgendwas hier zu fangen. Oh. Ja, und jetzt haben wir den einen Bereich erreicht, von dem ich schon der Pokewiki gesehen hatte. Okay, also man muss tatsächlich erst den Bereich verlassen in der Riesengrotte, um tatsächlich dann zu dem eigentlichen finalen Ort zu kommen. Ah, die Riesengrotte. An diesem besonderen Ort entfaltet Kyurems hier grenzenlose Kräfte, ihre zerstörerische Macht wie nirgendwo sonst. Hier wird es ihm ein leichtes sein, ein All bis auf den letzten Grashalm in ewigen Eis zu hüllen und sämtliches Leben zu erliegen zu bringen. Komm her zu mir, Kyurem.
Eine schmachvolle Erinnerung verfolgt mich und lässt mich nicht zur Ruhe kommen. Und dieser hochmütige Ausdruck in deinen Augen ist wie Salz in meiner Wunde. Dennoch Ehre, wem Ehre gebührt. Dafür, dass du es bisher geschafft hast, steht dir ein anerkennendes Geschenk zu. Ich werde dich zu Eis gefrieren, auf das du kühlenden Kopfes ein als letztem Stündlein beiwohnen kannst. Was für ein Satz. Los, Kyurem, setze Eiszeit ein. Ich sollte rückwärts laufen? Hey, Shiram, Kreuzflamme! Au! Au! Das sollte mich auch töten! Ach, wen haben wir denn hier? Ein Scheusal in Menschengestalt ohne einen Funken Menschlichkeit im Leibe. Sei mir gegrüßt, N. Hey, Shiram hat mir berichtet, dass Kyurem unsägliche Qualen erleide. Ich kann einfach nicht tatenlos zusehen, wie selbstsüchtige Menschen Pokémon aus Eigennutz ausbeuten. Und außerdem liegt es mir das Schicksal ein als am Herzen, denn dieser Ort war es, der mich lehrte, ein Mensch zu sein. Dieser Ort ließ mich die Eintracht erkennen, die aus dem friedvollen Nebeneinander von Menschen und Pokémon erwacht, wächst. Alle Pokémon und Menschen zu beschützen, die diesen wundervollen Ort ihr Zuhause nennen, ist meine Pflicht. Alle Achtung, in dir lodert ja doch das Feuer der Leidenschaft und Entschlossenheit. Warum immer das sagt, wenn man die andere Version spielt, wo er dann ein Blitz-Pokémon hat. Also war die noble Erziehung, die ich dir einzig zu dem Zwecke habe gedeihen lassen, dass du eines Tages den Thron besteigen möchtest, vielleicht doch keine vergebene Lebensmühe. Und doch ist mein Herz voller Bitterkeit und Gram und hält die Erinnerung daran wach, wie du mich hintergangen und meine Pläne durchkreuzt hast. Und das nach allem, was ich für dich getan habe, denn war ich es nicht, der dich im Wald aufgelesen hat, wo du mit wilden Pokémon gehaust hast? War ich es nicht, der die Obacht, Erziehung und Führung zugeteilt werden ließ? Es hatte mir zugestanden, mich dank deiner Kräfte zum Herrscher über ein Ei aufzuschwingen. In meiner schier endlosen Gutherzigkeit möchte ich dir jedoch auch diesen Verrat verzeihen. Schließlich warst du gütig genug, Reshiram zu mir zu führen. Und dieses Pokémon ist es nun einmal möglich, auch die dickste Eisschicht zum Bersten zu bringen. Mir bleibt dann somit die Mühe erspart, mich selbst auf die Suche nach ihm zu begeben. Andererseits muss ich dir gestehen, dass ich keinen Augenblick daran gezweifelt habe, dass diese Sätze immer länger werden, dass du hier erscheinen würdest, sobald du die Veränderung bemerkt hättest, die unser eisiger Angriff auf Twin Drake City hervorrufen hatte. Dein eiskaltes mathematisches Kalkül widert mich zutiefst an. Damit kommst du nicht durch, hörst du? Verschere mich deine Befindlichkeiten. Der Kraft dieses DNS-Keil hast du ohnehin nichts entgegenzusetzen. Oh, man darf keine Items auf gegnerische Pokémon einsetzen in einem Pokémon-Trainerkampf. Bitte frag mich nicht. Das Ding hat mehrmals seine Form geändert. Ja, das ist leider nicht perfekt anzeigbar. Aha, jemand hat es aktiviert. Wie, der darf einfach Pokémon so fangen? Hm?
Nani? Hey, Reshiram! Kyurem, absorbiere Reshiram! Los, Absorbationsfusion! Kam das gerade aus dem Pappes raus? Oh oh. Eine Fusion zweier Pokémon? Das. Aber das kommt ja der Quadratur des Kreises gleich. Du Narr. Damals war es mein Anliegen, dich zu meinem willenlosen Werkzeug zu machen. Und so das dumme Gemüt eines einfachen Volkes der Art zu täuschen, dass es sich bereitwillig unter mein Joch fügen würde. Doch leider wurde mein vortrefflicher Plan ja von dir zunichte gemacht. Doch was soll mich Vergangenes noch grämen? Mithilfe der unbändigen Kraft, die mir dieses Mal gehorcht, werde ich mir einmal mit Gewalt untertan machen. Begreifst du jetzt die Tragweite deines Entschlusses, mir damals nicht Gefolgenschaft geleistet zu haben? Wärst du über deinen Schatten gesprungen und hättest dich zum König krönen lassen, wäre ein Hall von Zerstörung verschont geblieben. Aber es hat halt nicht sollen sein. Oder ein junger Trainer, dieses Mal wird dir allerdings niemals Hilfe eilen. Um die Angelegenheiten jedoch etwas entspannender zu gestalten, würde ich zu gerne mir ansehen, wie du es wo anstellst, diesem Rikium aufzuhalten, dieses. Nanu, weshalb zittert denn deine Pokebälle so? Oh, du bist ein Mädchen. Oh, ob das wohl ein deine Pokémon sind, die daran vor Zorn beben? Ach, Unfug, was rede ich da überhaupt? Sinnloses Werkzeug ist weder zu eigenständigen Gedankengängen noch zu leidenschaftlichen Gefühlsausbrüchen in der Lage. Los, nun stell dich Rikium endlich entgegen. Ach, nur damit du es weißt, fangen kannst du Rikium übrigens nicht, denn die Störwellen, die meinen Stab aussenden, haben sämtliche Funktionen deiner Pokémon lahmgelegt. Nur ich kann mit diesen komischen Dingern in dem DNS-Keil um mich werfen. Gucken wir mal. Ei! Ich oder stirb. Ich habe wirklich einiges an Zeit investiert, um zu überlegen, was für ein Team ich hier tatsächlich in den Kampf schicke. Wenn man überlegt, das ist definitiv ein Drache mit Turbobrand. Das ist nämlich die Fähigkeit von dem Pokémon, das er absorbiert hat. Also würde man vielleicht denken, oh, es ist Drache Feuer, wie halt das eigentliche Pokémon. Beziehungsweise würde man weiß zwei spielen, Drache Blitz zum Beispiel oder Elektrum. In Wirklichkeit ist es jedoch Drache Eis. Und dementsprechend, die Schwachstellen sind Kampf, Gestein, Drache, Stahl und theoretisch Fee. Und dementsprechend, mein Team sieht leicht merkwürdig aus. Ich beginne, denke ich, mit der Sancto-Klinge. Denn das große Problem ist tatsächlich, wir haben kaum Pokémon, die hier einfach Schlitze. Die hier ernsthaft arbeiten können. Denn wenn tatsächlich von jedem dieser Pokémon irgendwas mit drin ist, vielleicht nicht das Elektro-Pokémon logischerweise, dann könnte das hier schnell zu einem Problem werden. Aber okay, also ein weiteres legendäres Pokémon, das auch mit Kampf effektiv ist. War dieses Rätsels Lösung. Und ich saß dafür für eine halbe Stunde. Ram! Mehr downloaden! Kyurem und Reshiram haben sich getrennt. Oh no, sie sind beide wieder Single. Schreck, lass nach. Ich kann es kaum fassen. Das war Kyurem, meine einzigartige Schöpfung. Alles war vergebens. Jetzt muss ich Kyurem vom Neuen fangen. Hey, du Niedrigtierkanaille. Dieses Mal bist du einen Schritt zu weit gegangen.
Dieses Mal werde ich Erfolg haben, selbst wenn ich mir dabei die Hände schmutzig machen muss. Niemand wird mich aufhalten können. Okay. Ich habe mich in erster Linie eigentlich jetzt hier auf unseren legendären Drachenfreund konzentriert. Oh, der kommt mit 6 Pokémon. Holy shit. Pflanzen-Pokémon. Ich meine, ich kann Pflanzen-Pokémon arbeiten. Denn ich hatte ernsthaft als Notlösung mir 2 Gift-Pokémon mitgenommen. Einerseits zum Vergiften, andererseits mit Abgangspunkt das zu versichern. Ansonsten habe ich in erster Linie wirklich Wasser-Pokémon noch mit dabei gehabt, die dank Eisattacken, beziehungsweise zum Teil auch Drachenattacken hier hätten helfen sollen, beziehungsweise deren Eisattacken, Feuerattacken einfach nicht so viel Schaden machen. Okay. Gucken wir mal. Das müsste eigentlich, okay, Silberblick, das sollte eigentlich nicht die größte Gefahr darstellen, aber gerade mit Silberblick, wenn auf einmal damit anfängt, man weiß nie, wo das hinführt. Wow, schon 2-mal. Das wäre ganz schick, wenn du den einfach zernichtest. Yes! So, jetzt müssen wir aber eigentlich gucken, dass wir ihn auswechseln. Na gut. Kinoso. What? Oh. Bist du nicht auch Pflanze? Das Pokémon hat mir vom Namen so überhaupt nichts gesagt. Beschwörung. Beschwörung schützt gegen das Team vor Volltreffern. Mhm, nicht schlecht. Mal gucken, ob ihn jedoch Gift auch sehr effektiv und vergiftet. Das hatte ich in meiner Strategie bereits mit eingerechnet. Sure. Lass mich trotzdem mal sicherheitshalber aufgrund von der Verteidigungsreduzierung auf das andere Gift-Pokémon, das ich dabei habe, wechseln. Ja, da war so wirklich das Okay, war vielleicht richtig. Es waren definitiv im Nachhinein Overkill, 2 Gift-Pokémon dabei zu haben. Das hilft mir jetzt hier natürlich ein bisschen. Aber das große Problem ist wirklich, wenn man sich die Bank mal so ein bisschen anguckt oder die Box, die wir haben, da sind viele, wenn man gerade überlegt, Drache, Eis, eventuell Feuer. Das sind alles Sachen, die super gefährlich sind. Und dazu legendäres Pokémon allgemein. Das heißt also, der Schaden ist so oder so übel. Oder hätte übel sein können, hätten sie angreifen und viel Schaden machen können. Panferno, das ist wiederum ein Feuer-Pokémon. Noch beeindruckend. Gibt es hier eine Richtung, die ich einschlagen sollte, beziehungsweise nicht? Ich kann ja eigentlich wirklich mal mit Shifty arbeiten. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, ich habe nicht so hundertprozentig vor Augen, wer wie häufig eingesetzt worden ist. Vermutlich wurde Shifty häufiger eingesetzt als das Tutok zum Beispiel. Nahkampf. Oh, ist das clever gewesen, was ich jetzt gemacht habe? Ha. Okay, das darf ich jetzt vermutlich nicht nochmal herausfordern. Also Ninjado, gehst du dann doch mal hier ran. Es kommt weiter mit Nahkampf. No, du bist zu langsam. Gerade Kampf-Pokémon machen dich dann nass. Wer soll denn jetzt hier antreten? Ich habe keine Ahnung, wer jetzt hier antreten soll. Ich bräuchte eigentlich eine Runde, wo er mich nicht zerlegt. Da kann ich aufhören, mit Nahkampf zu kommen. Wow! Natürlich macht er jetzt auch noch einen Volltreffer hinterher. Super. Großes Kino. Ja, der ist nämlich derjenige. Ich hätte jetzt von Anfang an machen müssen, shit. So, das sollte jetzt vermutlich übelst reinhauen. Ja. Ah, Goddammit.
Noctusca. Das ist definitiv Pflanze. Die Frage ist, wie Unlicht das Ganze versaut. Gar nicht, okay. Okay, also wir haben Terrakium. Wie, du hast ein Terrakium? Ich weiß, du bist gegen vieles anfällig. Lass mich trotzdem mal schnell herausfinden, was hier ernsthaft funktioniert. Es ist Gesteinkampf. Ja, Wasser, Pflanze, Kampf, Boden, Psycho, Stahl, Fee. Shit, wen kann ich denn hier bringen, ohne dass er sofort zerlichtet wird? Im Endeffekt gar keinen. Und ganz ehrlich ist, jede Attacke wird vermutlich dieses Pokémon hier zerstören. Okay. Matschbombe. Oh, jetzt fängt es auch noch an mit Schwertertanz. Oh boy. Okay. Das ist ein Anfang. Du musst jetzt hier kämpfen. Steinhagel abgewehrt. Yes! Nicht sehr effektiv, aber wir müssen einfach hoffen, dass das mit dem erhöhten Schaden dank der Vergiftung plus die Vergiftung selbst ihn so langsam zerlegen. Holy moly. Jetzt müssen wir einfach nur hoffen, dass das wiederum genug ist. It's not. Ist Unlicht. No. Ist Käfer und Kampf nur. Okay. Kampf ist eine Gefahr, aber ich muss es einfach riskieren. Das ist wiederum eine falsche Attacke einsetzt. Heimzahlung. Och. Okay, es hat sich selbst damit besiegt. Ramoth. Oh shit, das ist Käferfeuer. Weißbrot. Kannst du mit deinen Attacken das regeln? Käfer ist anfällig gegen Feuer. Das ist logischerweise nicht mehr der Fall. Fluggestein. Yes, 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 yes. Feuerwirbel. Verbrennt das? Oder nee, das ist nur dauerhafter Schaden. Okay. Das sollte insgesamt noch in Ordnung gehen. Okay, bitte treffen. Silberhauch. Alles noch in Ordnung. Puh. Wow. Puh. Das gibt's doch nicht. Mein Plan, meine Ambition, alles dahin. Kann es denn wirklich so sein? Nein, niemals. Wie kann ich gegen einen unbekannten Trainer verlieren? Nein, niemanden. Moonbok. Wie um alles in der Welt. Ich bin der unbeschrittene und allmächtige Gründer von Niblasma. Ich bin der unbezwingbare Herrscher, in dessen Macht es liegt, die Geschicke der Welt zu verändern. Und dennoch habe ich gegen einen dahergelaufenen Trainer verloren. Erneut, zum zweiten Mal. Und das bereits, genau. Wie ist das nur möglich? Es will mir einfach nicht in den Kopf. Wie konnte ich nur gegen solch minder bemittelte Tölpel verlieren, die nicht einmal imstande sind, Pokémon als das anzusehen, was sie in Wahrheit sind, nämlich windlose Werkzeuge? Dieses Wort kommt mir nur schwer über die Lippen, aber Vater, sieh es doch ein. Pokémon sind mitnichten willen und sinnlose Werkzeuge zur Umsetzung deiner wahnsinnigen, wahnwitzigen Pläne zur Erlangung der Weltherrschaft. Bei den Pokémon handelt es nämlich um unsere treuen Partner, an deren Seite es uns möglich ist, über uns selbst hinauszuwachsen. Einige Menschen haben dies begriffen, warum du bloß nicht? Sei still und hüte deine gespaltene Zunge, du falsche Schlange!
Du wagst es, dich hier aufzuführen, als wärst du ein Mensch aus Fleisch und Blut. Erspar mir diese jämmerliche Schauspiel. Du Scheiße in Menschengestalt, welches die Sprache der Pokémon beherrscht. Du bist kein Mensch, denn Menschen können nicht mit Pokémon sprechen. Meister Jesus hat seinen klaren Verstand verloren. Nun ist es an uns. Nun, ohne meinen Vater an seiner Spitze ist es um Team Plasma Wusch nicht bestellt. Auf Wiedersehen. Im Namen aller möchte ich dir meinen Dank aussprechen. Kyurem ist wohl auf. Es hat sehr viel Kraft verloren, doch es wird hierher zurückkehren. Dodge! Reshiram dankt dir aufrichtig. Und ja, ich kann in der Tat mit Pokémon sprechen. Falls du den ersten Teil nicht gespielt haben solltest. 2 Jahre sind nun vergangen, seit Melauro und ein gewisser Trainer, den wir aus gewissen Gründen nicht nennen und auch nicht wieder hier auftauchen lassen dürfen, etwas Hilfreiches mit auf den Weg gegeben. Je mehr Menschen man begegnet, desto mehr unterschiedliche Meinungen hört man. Die eigene Auseinandersetzung mit verschiedenen Ansichten ruft gleichsam eine Kettenreaktion hervor, die in meinem Falle dazu geführt hat, dass sich mein Horizont erweitert hat. An der Seite unserer treuen Pokémon bestreiten wir Menschen den Vater des Lebens, der uns zu neuen Horizonten führt. Während es den Pokémon in unserer Gesellschaft möglich ist, ihre ureigenen Kräfte wahrhaftig zur Geltung zu bringen. Bla bla bla. Dies ist die Wirklichkeit für uns Menschen und die Pokémon, die Reshiram mit mir auf den Weg gegeben hat. Der Tag wird kommen, an welchen Wunsch und Wirklichkeit eins und Menschen wie Pokémon ein für alle Mal von Pokébällen befreit sind. Und du? Was wollen du und dein Pokémon-Team? Begib dich gleich geradewegs zur Pokémon-Liga, um deine Wirklichkeit dort einer Prüfung zu unterziehen. Könntest du mich hier wenigstens mit rauslassen? Rivalenkampf! Die Plasma-Fregatte hat sich in Luft aufgelöst. Was? Ist der Spuk damit nun vorüber? No. Nun ja, letztes Mal... Letztlich muss jeder selbst entscheiden, wenn es vorüber ist. What? Gib's jetzt einfach auf. Das Wichtigste ist jedoch, dass du Kyurem aus den Klauen von Team Plasma befreit hast, wo auch immer du es wissen mögest. Du bist wirklich eine Wucht. Ich werde meiner Schwester dann mal ihr Fililu zurückgeben, was ganz mehr ist. Tja, ich bekomme es zwar immer noch nicht aus seinem Pokéball heraus, what? Aber egal. Und was hast du vor? Er hat dir gesagt, du sollst dich mal zur Pokémon-Liga aufmachen? Das ist keine schlechte Idee. Immerhin bist du ja der stärkste Trainer in ganz Einhang. Geh hinaus und stelle deine Kräfte unter Beweis. Erinnerst du dich, wo du zum ersten Mal in der Riesengrotte begegnet sind? Wir uns? Was? Folge von dort aus einfach dem Weg, bis du auf Route 23 gelangst, an deren Ende sich die Siegestraße und im Anschluss daran die Pokémon-Liga befindet. Aha. Dies ist der Stab, der Jesus mit sich führte. Verliere ihm die Kraft, Kyurem zu seiner Marionette zu machen? Take it! Ding dong. Okay, dann kommen wir hier für heute zum Ende. Ich verabschiede mich einfach mal jetzt hier schon von unserem Pokémon, das wir heute verloren haben. Und dann beim nächsten Mal hoffe ich, dass ich irgendwie noch auf ein Pokémon-Center komme. Und dann werde ich das erst austauschen. Ich verabschiede mich aber auch gleich schon. Hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann.